Heute findet ein Fest statt, vielleicht sollte ich es mir einmal ansehen. Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Cobble Island. Heute ist das Baumfest. Ja, da wollen wir mal hin. Vorher werden wir natürlich unsere Blumen wieder bewässern. Damit wir hier Erträge rausholen können. Kartoffeln scheinen auch wieder fertig zu sein. Gucken wir gleich mal nach. So, einmal ernten. Ja, einen Bienenstock haben wir auch platziert. Da produzieren wir Honig. Natürlich auch mal gucken, dass wir mehr Bienenstöcke noch platzieren. Und mehr Honig produzieren. Dafür brauchen wir allerdings auch wieder Blumen. Wenn wir hier aber dann Gänseblümchen angenommen anbauen oder andere Blumen, die Pfingstrosen, wären auch eine gute Option. Dann können wir mit denen quasi den Honig produzieren. Ich glaube, das Fest geht um 8 los. Wollen wir trotzdem gießen. Und dann würde ich hier gleich nochmal Pfingstrosen aussehen. Da haben wir ja einige. Ja, ich glaube, das war's. Die sind ja alle abgedeckt soweit, ne? Genau. Ja, wir könnten hier noch eine Vogelscheuche platzieren eigentlich. Aber wir haben ja so schon ganz gut zu tun damit. So, die Frage ist, wie geht's weiter? Ich weiß nicht, ob wir Energie brauchen für das Fest, deswegen nehmen wir die mal mit. Und wir nehmen auch vielleicht hier die Samen mal mit, damit wir Bäume pflanzen können. Es ist halt ein Baumpflanzfest. Und nur die zwei Samen. Hatten wir nicht noch mehr? Es gibt, glaube ich, 3 Arten von Bäumen, oder? Oder täusche ich mich da jetzt gerade? Eichen, Ahorn. Naja, wird auch reichen. Genau, die Kartoffeln, die geben wir mal ab. Die brauchen aber echt lange hier. So, es ist 8, ja. Bäume pflanzen beginnen, ja, bitte. Guten Morgen, Leute. Schön, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Besonders schön, dich hier zu sehen, Jürgen. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Und seht euch diese Beteiligung an. Sieht so aus, als hätten wir genug Freiwillige. Packen wir es an, Leute. Ich erzähle euch noch mehr Einzelheiten, wenn wir in Purvo Woods sind. Sind alle bereit? Los geht's. Cool. Ah, in der Mine ist hier Wasser. Habe ich
noch gar nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Da sind wir in Purvo Woods. Also, was davon übrig ist. Illegale Abholzung hat hier ernsthafte Schäden angerichtet, aber das wird sich bald ändern. Der Gouverneur hat die Zuständigkeit für Purvo Woods an Starlet Town übertragen und so führen wir in diesem Jahr diese zeitlich begrenzte Veranstaltung durch. Wir werden Purvo Woods komplett neu aufforsten. Also gehen wir es an und pflanzen ein paar Bäume. Boah, sind hier viele Leute. Sind da auch wieder alle da, glaube ich. Suki, welche Baumart eignet sich am besten zum Pflanzen hier? Was meinst du? Denkst du, Eichbäume sind gut? Ich habe ein paar Kekse zum Knabbern mitgebracht, aber Alice und ich haben sie auf dem Boot gegessen und wir haben noch nicht einmal mit der Bepflanzung angefangen. Was machen wir jetzt? Ich hoffe, wir haben genug Wasser für alle. Das wird ein langer Tag mit anstrengender Arbeit, das sehe ich schon kommen. Nur gute Laune heute, darum geht es mir. Außer bei Jim, er ist ein Miesepeter. Sieh nur, mein Outfit passt zum Motto. Grün. Heute kein Arztdienst für mich und Yuri. Wir müssen einen Planeten retten. Achi. Entschuldigung, Jürgen, ich muss nur... Ja, irgendwie bist du immer am Niesen. Wenn ich hier oben bin, vermisse ich den Ozean. Ups, wie geht es dir an diesem schönen Nachmittag? Ja, danke, gut. Das ist mein Training für die ganze Woche. Ich mache heute Abend einen Topf Lodi und veranstalte ein Festessen. Pflanze heute Bäume. Mir gefällt dieser Ort besser als der Strand. Oh, Mr. Jürgen, hast du gewusst, dass Insekten und Würmer auch auf den Bäumen leben? Naja, jetzt weißt du es. Was haben wir hier? Willkommen in Purvo Woods. Haltet Coal Island sauber. Warum plaudern wir noch immer? Pflanzt eure Bäume. Behaltet das Schwert im Griff weite. Ich war sehr oft hier, aber nicht um Bäume zu pflanzen. Dieser Platz hier oben ist sehr abgelegen. Erinnert mich an deine Farm. Du bist ja wieder sehr charmant heute unterwegs. Farmer, du siehst gut aus, das will ich gesagt haben. Aber du verstellst die unglaubliche Aussicht hinter dir. Sieh dir das an. Was können wir denn hier kaufen? Ach, guck mal, Kiefern. Kiefernzapfen haben wir irgendwie nicht. Wilde Samen, Zuckerbaumsamen, Kompostdünger. Auch das ist ja alles ein bisschen im Angebot. Wenn sie mit Erde vermischt werden, besteht eine ausgezeichnete Chance, bessere Pflanzen anzubauen. Okay. Ja, ich glaube, da brauchen wir kein Geld für ausgeben, oder? Wir haben hier einige Bäume. Das sollte vielleicht ausreichen. Ich weiß es nicht. Ich will so groß werden wie ein Baum. Das Fest gab es nämlich im Early Access leider noch nicht. Das war... noch nicht implementiert. Damals, wo es das Let's Play gab. Juhu, damit sieht alles so aus, als wäre es sehr nah. Ich kann am Grund sogar einen Kieselstein sehen. Randy hat einen interessanten Vorschlag. Das treibt meinen Puls als pensionierter Investor ganz schön in die Höhe. Stimmt's, Randy? Denk ganz kurz darüber nach, Walter. Die Finanzierung eines vollautomatischen Baumpflanzers sollte doch in deinen Möglichkeiten sein. Ach du liebe Zeit, der Ausflug wird immer beschwerlicher. Aber es ist großartig, von hier oben diese schöne Aussicht zu sehen. Ich werde mich nie an Bootsfahrten gewöhnen. Ich glaube, mir wird schlecht. Wir arbeiten so nachhaltig mit Holz, wie wir können. Darum bin ich immer bei diesen Bepflanzungsfesten dabei. Wir müssen etwas an Mutter Natur zurückgeben, nicht wahr?
Mit der Pflanzung von Bäumen können wir sehr leicht etwas bewirken. Ich kann die saubere Luft schon förmlich spüren. Es ist beruhigend zu sehen, dass Leute, die mit Bäumen arbeiten, sich auch bemühen, neue Bäume zu pflanzen. Das hilft auch der Tierwelt zu gedeihen. Du musst dir des gesamten Ökosystems bewusst sein. Ah, wieder zurück. Ich habe für später ein wenig grünen Tee eingepackt. Hast du etwas mitgebracht? Emily und ich haben heute dieselben Baumsamen gebracht. Es ist gesund, ab und an aus der Stadt herauszukommen. Ein Tapetenwechsel ist gut für die Seele. Die Erde hier ist nicht für Kaffeebohnen geeignet. Ja, sie wachsen sicher, aber wenn du exzellenten Qualität haben willst, die kriegst du dann nicht hier. Ist schon lange her, dass ich so lange gebuddelt habe. Lilly sieht so aus, als würde sie gleich tot umfallen, obwohl ich derjenige mit der Schaufel bin. Sieh nur an, wir legen in unserem Garten einen Wald an. Ich bin so stolz auf uns, so stolz auf dich. Ich habe mit allen hier gesprochen, du warst schon auf der Bootsfahrt und ich bin enttäuscht. Ich habe über niemanden etwas Neues erfahren, rein gar nichts. Ein toller Tag, um im Freien zu sein. Schön, dich hier zu sehen, Goldmotte. So eine gute Resonanz heute, Goldmotte. Wir werden nicht sofort einen Fortschritt sehen, aber hoffentlich können wir mit der Zeit den Unterschied feststellen, den wir bewirken. Ich kann es spüren, die Natur heilt langsam dank unserer aller Anstrengungen. Nein, Scott, es ist nicht dasselbe, die Natur zu spüren und den Ruf der Natur zu spüren. Willst du mit mir da hinuntergehen? Ich gehe mit dir. Wenn wir nicht so handeln würden, dann bräuchten wir das hier nicht tun. Ich meine nicht dich und mich, aber ich beziehe mich auf uns Menschen im Allgemeinen. Manchmal wissen wir nicht, wo unser Platz ist. Gib mir einen Moment, ich muss nur schnell zu Atem kommen. Es ist einfach so anstrengend, hier heraufzuwandern. Ich muss mich mehr bewegen. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass alles glatt läuft und um Bäume zu pflanzen, ja klar. Ich habe Kira und ihren Jungen hier gesagt, sie sollen sich ein bisschen entspannen. Wir wollen nicht, dass die Leute nervös werden wegen den Monstern. Wo ist deine Schaufel? In dieser Gegend regnet es sehr viel, das ist gut, denn wir brauchen eine schöne regelmäßige Wasserzufuhr für die Aufforstung. Okay, hier mit denen oben haben wir noch nicht gesprochen. Bäume zu pflanzen ist gut für die Umwelt. Ja. Ich kann es kaum erwarten, die Ärmel hochzukrempeln und damit anzufangen, Bäume zu pflanzen. Diese Bootsfahrt hat viele Erinnerungen zurückgebracht an Papa. Die Art, wie das Boot im Wasser schaukelt, der Wind. Ach, ich mag das. Dann können wir nochmal gucken, was auf dem Schild steht hier vielleicht. Nee, kann man nicht. Was qualmt denn da unten? Das sieht man leider nicht. Okay, dann reden wir mal mit dem Bürgermeister. Ich glaube, wir haben mit allen gesprochen, die hier sind. Hauptevent beginnen, ja, dann starten wir mal. Bäume pflanzen, beseitige alle Trümmer in diesem Bereich, um mit der nächsten Stufe fortzufahren. Bis zu einem 2x2-Punkt auf dem gesamten markierten Gelände, auf das Sie stoßen, gelangen Sie zur nächsten Etappe. Finden Sie die bearbeiteten Flächen auf der Bühne und pflanzen Sie den Ihnen zugeteilten Setzling, um das Baumpflanzfest zu beenden. Okay. Jetzt irgendwie nicht so richtig verstanden, aber wir gucken mal. Ah, und deswegen brauchen wir auch Energie. Weil wir waren jetzt natürlich schon ordentlich angeschlagen. Ich hoffe, wir machen das jetzt richtig hier, dass wir hier oben anfangen. Ah ja, okay, da sehen wir es auch. Bereich A. Oh, wir haben gar keine Energie zu verlieren. Alles klar, dann machen wir hier ganz in Ruhe
alles Chico. Das ist ja auch nett. Hätte ich auch schade gefunden, wenn man hier von der Energie abhängig ist. Ah, das ist der Qualm hier. Okay, da unten geht es noch im Bereich C weiter sogar. Ja, ich denke, das wird dann eine etwas längere Folge wahrscheinlich. Aber ich sehe auch keine zeitliche Begrenzung irgendwo. Bereite den Boden im Bereich vor. Na, mit dem größten Vergnügen. So, da können wir dann neue Bäume pflanzen. Und guck mal, hier graben wir immer mal ein paar Sachen aus. Unter anderem auch Kohle. Ich hoffe, das können wir nachher auch mitnehmen. Dann lohnt sich das hier zumindest ein bisschen für uns. Klar, auch so, weil wir mit den Leuten interagieren und am Fest teilnehmen. Aber es wäre schon schön, wenn wir so eine Truhe zum Beispiel auch behalten können. Kohle ist immer gut. So, es gab ja auch noch einen Bereich C, hatte ich gesehen eben. Da wird es dann wahrscheinlich darum gehen, die Bäume zu pflanzen. Pflanze den Setzling in den Boden. Ach schön, wie alle miteinander hier an einem Strang ziehen. Das wäre geschafft, Leute. Wir haben es getan. Die erste Fläche ist bepflanzt. Es war viel Arbeit, aber unsere Bemühungen werden sicher auszahlen. Nächstes Jahr wird dieser Teil von Purple Woods ganz anders aussehen. Erst einmal wird es viel grüner aussehen als jetzt und diese Bäume werden dann schon ausgewachsen sein. Ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. Gute Arbeit, Leute. Quest abgeschlossen. Kriegen wir die Sachen? Ja, scheint so. Okay. Können wir noch was machen hier? Also mit den Leuten sprechen, glaube ich, nicht. Mal sehen. Du hast schon am Hauptevent dieses Festes teilgenommen. Okay. Fest verlassen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier noch was passieren könnte. Nö, irgendwie mit allen, glaube ich, gesprochen. Okay, schön. Gut, dann hauen wir ab. Ja, jetzt ist es natürlich spät. Und die Samen haben wir umsonst mitgenommen. Naja. Ist ja nicht so schlimm. Lieber vorbereitet sein. Haben wir denn die Samen? Wilde Samen. Ah, da. Okay. Können wir auch mal hier reinpacken vielleicht. So. Lohnt sich noch ein Abstecher? Nee.
aber wir machen mal hier ein bisschen den Hof klar, Schiff. Der Baum, der nervt mich schon die ganze Zeit. Und wir brauchen sowieso ein bisschen Holz für weitere Bienenstöcke. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, wenn wir Holz sammeln. Und hier den Rest der Energie einfach nochmal verwenden. Wäre schade, wenn wir schlafen und die Energie dann nicht genutzt ist. Vielleicht noch. Okay, das soll reichen. Ja, dann auf jeden Fall noch mal einen Bienenstock. So, das muss drin sein. Und den würde ich dann hier hinten auch noch mal platzieren. Dann holen wir hier noch mal Gänseblümchen raus. Haben wir nur zwei? Naja, egal. Machen wir erstmal die zwei rein. Wird schon reichen. Wir haben, glaube ich, neue Gänseblümchen auch angepflanzt. Okay, wir haben tatsächlich keine Kiefernzapfen gehabt. So. Dann haben wir die Energie hier nochmal gut genutzt und können uns schlafen legen. Ach, guck mal, hier, die Beziehungen haben sich erhöht zu den vier Charakteren, Shem, Dinda, Kenny und Ling. Und ein bisschen was eingenommen haben wir auch hier durch die Kartoffeln. Gut, Leute, das war das Baumfest im Frühling in unserem ersten Jahr. Bin mal gespannt, wie es im zweiten Jahr aussehen wird. Ob wir dann tatsächlich mit einem anderen Gebiet weitermachen und auch das erste Gebiet im ersten Jahr nochmal sehen werden. Würde ich schön finden, wenn man da so ein bisschen Fortschritt sieht. Ja, war jetzt kein Fest, wo man irgendwie eine Challenge machen muss oder besser sein muss als andere. Ist auch mal ganz nett, wenn man so ein Fest ohne Druck hat. Ja, mir hat's gefallen, ich hoffe euch auch. Würde mich freuen, wenn ihr dann zur nächsten Folge auch wieder mit dabei seid, wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.